Hier fertig ist, aber ich lege schon mal einen weiteren Scout hin. Leute, da liegt ziemlich viel Geld herum. Kann sich da Ja, bitte ordentlich, jemand gell? drum kümmern? Der Andi erwähnt das nur, weil er selber nicht hinkommt. Das tut ihm eh weh. Aber irgendwie alle Karten auf einmal auf die Hand wieder nehmen. Ja, indem du die Zahl tippst, einfach von Karten, die du haben willst. Du tust über den Stapel mit Cursor Hab schon, gehen, hab schon. genau. Ja, du siehst es. Ja. Warte mal. Ja, der Michi muss noch entscheiden, welche Karte wegkommt. So, die Habe schon Runden und die brauchen wir eh Karte habe nicht ich schon weggeworfen. mehr. Die Sonnenenergie geht auf Inert, die war noch auf Waning. Ich Ich habe nur überlege durch die schon mal, was falsche ich. Karte war auf der Hand. So, ich stehe da unten, habe zwei vor mir. Ich bin sehr dafür, dass wir jetzt alle einfach nach unten abhauen und den Sonnendämon seiner Wut Ja, überlassen, obwohl der genau. heilt sich irgendwann. Der heilt sich. Der hat Karten, wo er sich Ja, dann heilt. gehen wir Das wäre nicht rauf. gut. Dann hast. Oh, Ich Hartmann. greife ihn auch an. Ich greife ihn auch an, ja. Okay. Ja. So, was mache ich? Einmal das spielen. Nächste Runde habe ich dann die Möglichkeit, vielleicht noch mal fest auf ihn draufzuhauen. Ja, lass mich da unten verrecken. Hat mal, weißt du, was du tun wirst? Ich komm jetzt Bis runter. runter komme ich heim. So ist es. Das Problem ist, nein, ich habe nicht genug Bewegungspunkte. Ich schaffe es jetzt nicht runter. Aber ich bin am Weg. Warte Wenn mal, eh nur noch push. vier Ja, leben, ich habe so bitte. viel, ich habe so viele Heilungen übrig und ich will sie eben machen, damit ich noch Erfahrung Warte mal, kriege. ein Decoy wird immer als erstes angegriffen. Das stimmt, ja? Ja, René, du hast recht, das mache ich jetzt. Warte mal, das Decoy wird als Problem ist erstes nur, angegriffen, oder? im Zweifel, nein, nur wenn ich vor dir dran bin, von der Gut, Initiative. du willst. Also wenn sie beide neben ihm stehen, ich Zwei. schaue, dass ich früh dran bin und runterspringe. Ja. Oder Na, beziehungsweise ich ich werde halte mir auch die früh Option offen. dran sein. Nein, weil wenn ich runterspringe, kann ich dich gleich heilen. Passt, aber ich werde trotzdem früh dran sein. Ja. Aber ich werde es trotzdem so machen, dass es. Je nachdem, was passiert. Ich habe was anderes vor. Ja, ich passt schon. Ich werde einen killen, so schaut's aus. Achso, warte mal, Partner fehlt noch. Ja, ich brauche noch eine zweite Karte. Ich muss mal kurz in den Szenario-Regeln was nachschauen. Wenn ich runterspringe, darf ich mich nachher nicht mehr bewegen, nehme ich an, gell? Das muss ich mir mal anschauen, wo steht denn das? Was steht da? Hast du vor, für eine Mütze zu springen? Ja, warte mal. Naja, hier steht: Characters can also willingly move off the edges of the C&D tile for one movement to fall down to the next tile. But they will still suffer the same damage. Aber da steht nicht, dass die restlichen Bewegungspunkte dann Nein, die verfallen. fallen nicht. Du bist ja Ja, nicht dann mache tot. ich. Geronimo. Du machst es so, wie Deadpool es machen würde. Oh, da gibt es einen Deadpool-Fan. Okay, auf geht's. Da liegt meine Karte, auch wenn es nicht so ausschaut. So, 17. Nein, die sind da, wo ich meine Karten hinlegen will. So, der Sonnendämon, der gestunt ist, was würde er machen, wenn er nicht gestunt wäre? Vieles Interessantes. Aber er macht nichts. Okay. Ja, nein, er wird nichts machen, aber es ist interessant zu wissen, was er getan hätte. Und die Scouts, das ist interessanter.
Sind dran mit 35, bewegen sich sehr schnell und jumpen und looten. Und machen sonst nichts. Also das ist cool für Michi. Andi, zeig uns deine Karten. Ja, Dann kann der Michi warte, ich anfangen. komme schon. Da, die Karten. Gut, ich bin als Erster dran. Jo, mach mal. Brass. Könnte eigentlich mit Unstable Upheaval angreifen, zum Spaß. Kann mir einer schnell Du-Energie herbeizaubern? Naja, ich könnte mit dem Trank, aber dann müsste ich vor dir dran sein. Da du jetzt dran bist, geht's nicht mehr. Warte. Ich habe diesen Trank immer noch, den hat keiner nicht noch gebraucht. Ich könnte mit 3 Schaden, warte, wie viel Leben haben die? Viel. Okay, ich greife mit Heaving Swing. Das macht keinen großen Unterschied. Du brauchst die Erdenergie nicht. Ja. Das ist echt rein. Du kannst immer noch beide angreifen. Er ist immer noch gestunt, Sonnendämon. Den einen würde ich nämlich runterschubsen. Und du kriegst plus 1 Angriff sogar mit der unteren Hälfte von Heaving Swing. Du hast einen Angriff 4 auf beide. Ranged attack this round. Ranged. Ranged wär's Achso, nur, wenn Range. es. Ja, ist schon klar. Ich glaube, bei Naja. dem einen kill ich auf jeden Fall einen. Bei Heaving Swing. Weil ich push ihn. Um 1 und er kriegt noch wegen der Attacke um 1. Richtig? Das heißt, der fliegt runter. Bleibt nur mal einer da. Mit Unstable Upheaval würde ich beide mit 3 angreifen. Überleben. Ja, spricht nichts dagegen. Ich habe nur kurz überlegt, ob das Push dann noch geht, wenn er eigentlich nach dem Angriff nicht mehr neben dir steht, aber es müsste immer noch gehen. Ich schaue schnell in den Regeln nach, aber das sollte eigentlich funktionieren. Ja, Hammer. Ich glaube, du kannst den Push auch auf jemanden machen, der nicht neben dir steht, wenn nicht irgendwas dagegen spricht. Gut. Also darf ich jetzt? Oder mache ich den Push? Weil ich schmeiß Ja, den dann Typen mach runter das. da. Den Scout Nummer 9. Die eine Karte. Mach plus 1. Macht sowieso viel Schaden, aber er ist nicht tot. Das heißt, er fliegt runter. Ja, die Es gibt sowieso Münze, keine achso, Münze. ja, die Münze. Ich kann mich noch um 2 bewegen. Ich könnte mich da herstellen. Aber das mache ich nicht, oder? Wegen einem Brute. Ja, ich glaube, du blockierst da eher irgendwelche Ja. Leute, die gerade da hinkommen. Nehme mal eine Ja. Erfahrung. Und Der ich gehe geht auf einfach niemanden los in daher. dieser Runde. Ja. Ja, mach das. Kann die Münze nehmen, ne? Du nimmst die Münze. Ja. Und wer ist nach dir dran? Mit 17 habe ich. Ich glaube, ich bin dran, ja. Okay. Ich bewege mich 4 Felder. Ich gehe daher, nehme 2 Schaden. Und dann heile ich den Michi um 5. Also bis zu 5 Leben kriegst du Okay, jetzt noch das ist. nicht. Ich habe 11. Übrigens mein Also ich habe Decoy. 13. Du Nein, hattest 13, bevor ich 12. dich geheilt 8 habe. hatte ich. 8. Ah, Aber doch ich krieg das, ja. 12, weil ich bin Du Level kriegst jetzt 2. auf 13. Kann ich 13 haben. Ja, du kriegst auf Ja. Maximum, ja. Mein Decoy macht übrigens nichts, der ist noch vor mir dran. Ich krieg eine Erfahrung über meine Potent Potables. Und das war mein Zug. Nice. Und um den Sonnendämon soll es Heißt, ich jetzt auch komme gehen. dran. Du hast 34. Der Sonnendämon ist Der noch Scout, Distanz, die gell? Scout drin. Ja. Da. Da wird dieser Runde nichts Das machen. heißt, ich habe meinen Move 2 und Attack 2. Ich mache also 1, 2. Was? 1, Achso, 2, du na springst auch klar. runter. Nimmst auch zwei Genau, zwei Schaden. Schaden, schreibe ich mir mal auf. Nimmst die Münze. Na, da liegt 11, bitte. Und ich mache einen Angriff. Wieso? Wo bist du Ich bin gestanden? da drauf gestanden.
Ich bin hierher. Ja, da kommst du nicht hin Wieso? zur Ich bin Münze. Nice hierher und try. von da bin ich da ja gesprungen. Du landest hier. Nein, du Na landest hier. dann, Du musst am okay, na dann gehe korrespondierenden ich da Feld her. landen. Keine Münze, kein Daten. Ja. Du bist so deprimierend, René, wirklich. Gut gesehen, René, danke. Alle Aber anderen sind war dir viel unheimlich näher, dankbar. bitte. Schau mal, das ist viel näher. Schau mal, wie nah das ist. Ja, schade, dass du nicht drei Bewegungen hattest, Andi. Wir trauern alle mit dir. So, und So. jetzt mache ich ein Attack 2 auf den Sonnendämon. Die ist wieder fast nicht Naja, spielen. er hat ein Sch oh, warte, ja. So. Mischen, mischen, Nee, mischen, mischen. das mit. Nein, Doch, ist das nicht das mischen. sowieso unten gewesen? Jetzt kann man immer noch mischen. So. Also, Ja. es gehen zwei Schaden durch. Zwei Schaden. Das heißt, er kriegt drei Schaden, weil er hat Blutwunde. Nein, er Ja, kriegt er hat zwei Schaden. Wunde auch. Die Wunde macht keinen Unterschied. Okay, na gut. Genau, wie es darin ist. So, er geht auf zwei runter. So, Ja. bist du fertig, Andi? Gut. Das heißt, es ist mit 36 jetzt seine Nähe. Du killst ihn jetzt. Auf die Stiege unten. Ja. Du hast ihn gekillt. Legt seine Münze hin, bitte. Ja, er ist tot. Legt seine Münze hin. Ja, er ist tot. Das war der letzte Sonnendämon. Er ist nicht mal mehr gestunt gewesen Echt, der vorher. ist tot? Dabei hat er mich so bemüht. Wow, das war Ja. zack, 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 zack. Da legt sie Münze füreinander hin, bitte. Ich kann leider nur eine Münze einsammeln. Okay, dann mache ich das so. Da war er, gell? Ja, danke. So. René, du bist fertig? Ah nein, du gehst noch runter. Es ist der Scout dran. Der wäre übrigens vor René dran gewesen, aber der macht nichts, weil er steht gut neben dem Summon, der sein Fokus ist. Und dann lootet er aber. Loot 1, aber er kann nichts looten. Was soll er looten? Er Loot kann nichts 1 ist looten. da. Sein Fokus, auch wenn er lootet, sein Fokus ist immer noch einer von uns, als ob er einen Nahkampfangriff hätte. Und das ist das Summon, der direkt neben ihm ist. Das heißt, er bleibt da stehen und lootet dann alles um ihn herum und da ist keine Münze. Und das war's. Das stimmt schon, René. Er fokussiert nicht die Münzen, nur weil er diese Runde lootet. Er fokussiert immer einen von uns mit seinen Bewegungen. So. Okay, jetzt hat der René seinen Zug auch schon gemacht. Das waren alle, gell? Willst Naturmagie machen? Atma. Naturmagie bitte. Achso, in Ja, meinem in Zug deinem meinst Zug du noch, noch? Naturmagie bitte. Machen wir es noch, ja. Das ist so ein bisschen an der Grenze, aber okay. Also machen wir Naturenergie, die kannst du gleich auf Waning geben, mit Ende dieses Kann jemand von Zuges. euch Wind brauchen im Und nächsten Zug? es kommt ein neuer Scout. Ich glaube, achso, mit Long Rest vom René wird es ein bisschen knapp, aber wir hätten eigentlich Chancen jetzt, das Spiel zu schaffen. Ja, Je ich kann, nachdem, wenn du was wir für möchtest, kann ich Angriffe einen haben. Area-Angriff machen. Ich werde Und noch einen dann würde machen. man die runterschieben. Nein. Nein. Ja. Da, weil die würden daher gehen. Der untere, wenn du angreifst, geht dann daher. Außer du hast einen Push mit einem. Ich muss mal überhaupt schauen, was ich da habe. Aber ist egal, weil jetzt kommt ja eh ein geldgeiler Brute von oben runter. Badum, 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 badum. Habe ich einen, hat Bruder einen Ruf? Ja, ich habe schon gesehen. Allerdings komme ich da nicht in die Scouts ran.
Ah, warte mal. Ich habe was Lustiges vor. Ich würde eher auf die Scouts gehen als aufs Geld. Warte mal. Ernst? Shit. Also ich bin flexibel, ich kann aber nicht angreifen. Ich werde Kann auch einen andere Scout Dinge jetzt machen und so. wegräumen, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir werden die Scouts jetzt vaporisieren, würde Ich ich sagen. kann leider nur sehr spät drankommen. So. Ob da noch was für dich übrig ist, vielleicht kannst du nur noch Münzen aufklauben. Ja, Münzen auf Glauben ist auch nicht verkehrt. Ich mische So. das Scout-Deck. Da habe ich da was gekriegt? Nee, da habe ich nichts gekriegt. Und mein Decoy wird das jetzt alles erledigen. Lass mir ein Scout übrig. Du machst eine Long Rest drin, ne? Ah ja, nein. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Obwohl, du wirst ja auch nicht angegriffen, ja, okay. Hartmann, wenn ich sie wegschleudere, ist dir das wurscht? Na, nicht ganz, aber ich kann nachziehen im Notfall. Ich habe zwar andere Dinge, die ich lieber machen würde, aber ich bin auch relativ früh dran. Am liebsten wäre es mir, wenn du sie wegschleuderst, aber Ich komme nicht zu leider früh schon gehen wirst. dran. Oh, okay. Und wenn ich Pech habe, stellt sich einer genau auf die Stufe und ich komme nicht Pass auf, drauf. dann machen wir Oder das runter, so. meine ich. Also ist die, es ist Oh, vorbei. ich glaube. Wahrscheinlich. Ich glaube, der Michi und Ja. ich werden sie Aber jetzt kommt noch kriegen. einer nach? Es kommt noch ein Scout nach, oder? Nein, der ist schon da. Wenn wir in der Runde Ja, alle killen, passt. kommt keiner Okay. mehr nach. Passt schon. Geht schon. Wir können umdrehen. Dann drehen wir Hat sich mal um. erledigt. 19. Passt schon. 61. So, ich ziehe mal Nein! für die Der Punkt ist Scouts. vorne dran. Nein! Passt, passt. Die Scouts sind sehr spät dran und machen einen Giftangriff. So, okay, ich aktiviere die untere Hälfte von Enhancement Field, das heißt, ich und alle, die neben mir stehen, wenn sie in dieser Runde angreifen, kriegen plus 1 auf ihre Okay. Angriffe. Und dann mache ich Net Shooter mit Angriff 4 auf beide Scouts. Upsi. Und sie werden immobilized, aber sie werden immer leben, deswegen ist es wurscht. So, ich nehme den Scout Nummer Jetzt gibt 4 es als noch ein ersten, Feuerwerk am Angriff 4. Schluss. Der kriegt 3 Schaden, bitte. Kann es ihm Scout jemand Nummer geben? Das war 4. Nummer 4. Er hat Jetzt 3 der Schaden. andere. Hab schon. Und dem anderen gebe ich plus 3. Was? Yes! Der kriegt 7 Schaden. Ich habe Okay, eine der ist plus weg. 3-Karte Du gezogen. meinst, er ist Plus weg. 3-Karte, Oder? okay. Ja, der Scout 4 wird übrigens Ja. geschubst hierher. Scout 2 kommt zu dir. Und ich krieg. Der ist Ja. immobilized, aber er bewegt sich die Runde eh nicht, Bestimmt. deswegen ist egal. Ich krieg 2 Erfahrung. Die Karte lege ich aus, nur damit alle wissen. Scheiße. Übrigens, vorher ist mein Decoy dran, aber der macht nichts. Weil er einen Scout neben sich Wenn hatte. ich das gewusst hätte. Aber ist egal. Wieso? Ich krieg 2 Erfahrungen und mein Zug ist beendet. Okay. Wer kommt als nächster dran? Nein. Na, noch nicht, noch nicht. Ja. Ich komme vor Michi dran. Ich komm vor Michi Ja, der dran. Andi ist Andi ist zuerst zuerst dran. noch dran. Ja, sammel Münzen auf Andi, gib Wer mal kommt Ruhe. jetzt dran? Okay, Du bist also dran, ich Andi. habe einen Move 4 mal. Über die Stufen komme ich jetzt nicht zu ihm hin. Du Also kämst springe hierher ich über die einfach Stufen. runter. Ich mache 1, 2, 3, 4. Dann bin ich bei ihm. Warte mal, Nein, 1, 2, nein, nein, das geht nein. sich nicht So. aus, Andi. Schau mal, ich Nein, sehe hier weil. 1, Weil. Jetzt. 1, 2, ja. 2 ist über den 3, Rand. Ja. Ah ja, du hast 4. recht, ja. Ja. Da habe ich mal dieses, und die muss ich jetzt losten. Nehmen wir mal Die zwei muss ich jetzt Schaden. mal losten, 11. Du kriegst zwei Ja, Erfahrungen und mach. zwei Schaden. Und dann mache ich jetzt meinen legendären Angriff, mache ich. Attack saves. Auf ihn. Ja, okay. So. Unser Tank macht so viel XP die Okay, ganze Zeit, ja, ich mache dass wir ihm nachher 7 Stress Schaden. haben.
Ich mache ihm Ja, 7 okay, er ist Schaden. ordentlich tot. Du Overkill. hast 4 Erfahrungen Overkill. bekommen und 2 Schaden. Nach dieser Runde wird Ich das bin Szenario dran. aus sein. Ja. Aber leider Michi, kein du bist Geld, dran. nicht einen Groschen. Ich verwende die Naturenergie für Crater mit Mutier. Jump. Du holst jetzt einfach 1, Geld, 2, oder? 3, 4, ja, geh daher. Und da oben ist eine Doppelmünze, das weißt du eh, gell? Aber warte mal, nein, ich gehe dorthin. Na sicher. Dankeschön. Schau, dass du wohin gehst, wo du einen Verbündeten neben dir hast, damit du die eine Erfahrung kriegst für die Nein, Erdenergie. entweder 2 Geld oder Wieso, den das kriege ich Verbrauch. jetzt sowieso. Das wäre fair. Nein. So. Nein, nur wenn du auch einen Effekt machst. Du kriegst die Erfahrung nur, wenn du. Du kannst auch die Erdenergie nur verbrauchen, wenn du Du musst jemanden hast, der neben heraussuchen, dir ob du steht und 2 dir Geld Schaden kriegst machen oder ein kannst. Geld und eine Erfahrung. Ja, stimmt. Knall Das ist eins die, das drauf. sind die beiden. Mit die Meldung knall ich alles drauf. Ich krieg zwei Schaden wegen dir. Ja, super. Autsch, das merke So. ich mir. Und ich nehme die eine Erfahrung. Ich habe jetzt noch 4 Erfahrungen gekriegt im letzten Zug. Ja, schön. Passt. Jo, wir haben es mitgekriegt, Ande. Aber ich Merken wir muss uns beide eh. Karten Schön, dass du es draufziehen, nochmal erwähnen leider. musst. So. Der René macht hypothetisch noch seine Long Rest, wenn da irgendwas Relevantes rauskommt, aber ich glaube nicht. Also nichts, was dir Geld oder Erfahrung bringt. Ja. Ganz Ja, kurz ist mir nur, auch aufgefallen. Ja, du hättest dir jetzt nicht kann so ich lange eigentlich aufhalten. die Chöre angreifen? Nein, ist ein Verbündeter. Ach, verdammt. Nein, darfst du nicht. Verbündete darfst nicht angreifen. Ja. Gut, Szenario abgeschlossen, Szenario gewonnen. Gratuliere, Leute. Na, es war Übrigens, ich glaube, wir haben Arbeit. das wirklich sehr geschickt gemacht. Oder? Hatte ich eigentlich. Ja. Gehen wir mal, weil es ist nach Mitternacht, gehen wir mal schnell alles durch, was an Belohnung ist. Das erste ist mal der René liest du mal vor, das Conclusion vom Szenario. René? Okay. Willst du vorhaben? Also. Das ist eine Frau von Prinzipien, gell?
Nein, das war die Trial. Was hat die da überhaupt zu suchen gehabt? War denn nicht Rekonvaleszelt am Strand? Die ist so. Was? Die soll schon längst tot sein. Okay, Belohnung 20 Gold für jeden. Eintragen. Anders ausgesprochen, Divitumi. Wenn sie das nächste Mal neben mir steht, stirbt sie. Ja, genau. Ja. Du hast sich irgendeine passende Karte für sie. Okay, wir haben auf Level 2 gespielt. Das heißt, jede Goldmünze, die ihr aufgenommen habt, ist 3 Gold wert. Außerdem kriegen wir laut Szenario jeder 20 Gold als Belohnung. Also 20 plus n mal 3. Das sind bei mir Warte mal, ich habe 20. zwei. Tragt es Warte auf mal. euren Blättern ein. Ich habe 26 da, ne? Theoretisch. Nice. Genau, ja. Mach. Wir haben jetzt die Leute, ich Option, habe schon wohin wollen eine wir Goldmünze fliegen? auf Dame. Entweder zurück zur Insel. Ja, Ja, kann ich Ande, auch. das ist ganz seltsam. Wir könnten zur Moment, Insel wie viel Erfahrung zurückfliegen, kriegen um wir? auf Entschuldige, den dass ich unterbreche. Bergen auf der Ah. Nordküste zu landen. Das kommt gleich, das kommt gleich. Wir können nach Westen zurück Kann man nicht, oder? zum Ja, doch. Hauptland, wo wir herkommen, fliegen. Oder wir fliegen nach Osten weiter ins Meer hinaus. Und die Community hat Letzteres entschieden. Also da geht es nächstes Mal weiter. Wahrscheinlich kämpfen wir gegen Haie dann. Okay, Erfahrung. Wir haben, wie gesagt, auf Level 2 gespielt, weil irgendjemand von uns schon Level 3 war. Und da kriegt man am Ende, wenn Okay. man es schafft, 8 Erfahrung. Also 8 Erfahrung für das erfolgreiche Szenario sowie die Erfahrung, die wir heute gewonnen haben. 90. Yay. 18, das heißt, ich bin schon auf 113. Ich habe Level 3 Gratulation. geschafft. Yay. Ja, ich war auf 78. Warte mal, ich habe mich verrechnet. Nein, ich muss mich verrechnet haben. Jetzt, wo du sagst, 9 plus 8 ist 17 und ich habe 72 gehabt, ich bin auf 89. Danke, Warum Micha. hast du 9 Erfahrungen im Ding gemacht? In dem Spiel, oder was? Ich 9 habe 9 im Erfahrungen? Szenario, ja. Aber es ist wurscht, die haben mich um 10 verrechnet und ich habe. Ah, okay. Okay, ich habe nicht Level 3. Im Gegenteil, ich habe am wenigsten Erfahrung von allen. Der René ist auf 111. Auch nicht schlecht. Ich bin voll angefressen. Also der Aber René hat Level dann 3 wärst du ja auf erreicht. 100 gewesen, oder? Warte, machen wir noch die Szenario Halt, Goals. halt, da kann das nicht stimmen. Der René war ja auf Level 2. Wie Aber viel du hast du müsstest ja gehabt, auf René? 100 gewesen sein. Nein. Er hat 11 plus 8, oder? Nein, wie viel? 8 fürs Szenario und du Ach warst so, auf. okay. Ja, es stimmt, Ja, ja. okay. So, zeig's mal eure Szenario Goals her, Michi. Was hast du denn Erstes gehabt? Mal. Meine liegt oben. Ja. Gut Okay, was hat geauslöscht. der Michi gehabt? Professional. Du musst alle deine Gegenstände uroft verwenden und das war sicher nicht der Fall. Ach, vergiss es. Also ich habe geschafft, zweimal. Ja, aber Zweimal, du also. hättest jeden Gegenstand so. Wie oft verwenden müssen? Dreimal, gell? Nein, nein, use your Zweimal, equipped zweimal. items a number of times equal to or greater than your level plus 2 during the scenario. Ich hätte so verstanden, dass man einfach das, was man hat, wenn ich Level 2 bin, viermal verwenden muss, ne? Das Du ist verstanden. warst. Ah ja, du warst Level 2. Ja, genau. Du Ja. hättest, glaube ich, jeden Gegenstand mindestens viermal verwenden müssen. Und Den somit einen noch Helm zehn. hast du nicht einmal verwendet, ja. Ja. Nein, ich hätte. Nee, nee, das stimmt nicht. Eben. Ja. Griff Sag ich hat ja. sonst niemand Sag ich ja. anderes. Ja, so Genau. würde ich es auch verstehen. Ja, Soll ich es das macht mehr verstanden? Sinn. Es macht mehr Sinn. Hast du das gemacht? Nein. Eins, Nein? zweimal. Okay. Also. Na, wieso? Du hast die Minor Stamina Potion einmal verwendet. Du hast die Ah, Volatile stimmt. Bomb verwendet und die Leather Armor und das ist dann dreimal gemacht. Immer noch zu wenig, oder? Und den Helm hätte ich einmal verwendet, aber. Ja, oder Nein, den das Ding. hast du nicht. Der hat dir Achso, den einen. Necklace hast du nicht gehabt. Ja. Ja. Okay, gut. Kein Hacker für mich. Warum verwendest du eigentlich den Helm, wenn du das Necklace hast? Das verstehe ich nicht. Weil Weil ich ich.
grundsätzlich bei dem Spiel davon ausgegangen bin, bei dem Szenario, dass wir was einstecken müssen. Und es war auch so. Und wenn ich dann mal zwei eingesteckt hätte, dann hast du ein Problem eventuell. Kommt drauf an, was vor allem es Ja. waren die Sonnendämonen da, das sind jetzt nicht Gegner, die wie die Fliegen umfallen. Ja. Andy, hast du es geschafft? Die Hard? Ich denke schon. Ich hab, ja, ich glaube, du warst immer sehr hoch. Mein Minimum war 11, das wo ich Ja. jetzt bin. Also Na gut, deswegen hast kriegst du du dich Hardgold. hinter mich verkrochen. Er hat doch nicht so viel getankt dieses Mal. Aber ich muss dir anerkennend mitteilen, Andy, es ist nicht aufgefallen, Na, dass ich habe mich du. auch nicht verkrochen. Nein, du bist als erster oben in den Raum, Ja, in den obersten, auf ja. die oberste Na Plattform hin. eben, also bitte erzählst dann nichts Geschichten hier. Ich hätte nicht René, du versteckt oder kriegst 5 so. Hakel. Ich habe einen Perk geschafft. Der René hat den Hunter geschafft. Nein, ich habe nur gescherzt, weil du 5 Elite-Monster gekillt hast. Aber du kriegst nur einen Hakel. Und Michi, habe ich meins geschafft? Was meinst du? Es war schwierig, aber ich habe es geschafft. Deshalb liegt so viel Geld noch da. Ja, genau. Nur Ich bin, ich damit du habe Perks kriegst. ein oder zweimal bin ich absichtlich nicht auf Münzen draufgestiegen. Heißt das, du hast jetzt auch noch einen Perk geschafft? Ja. Das heißt, wenn ich es richtig sehe, der René hat eine neue Stufe und einen Perk bekommen. Stimmt das? Nein, nur die, die du von deinen Scenario Goals kriegst. Also du hast nur einen Hakel bekommen für den Hunter. Achso, nein, dann kriegst du keinen neuen Perk. Aber du kriegst eine neue Stufe und mit der neuen Stufe wirst du einen neuen Perk kriegen. Und der Andi und ich haben über die Scenario Goals jeweils einen neuen Perk bekommen. Genau. Und der Michi hat gar nichts bekommen. Genau. Ich habe Geld und Erfahrung bekommen. Verdienterweise. Du warst wie üblich nur der Punching Bag wieder, hast am meisten beigetragen und kriegst am wenigsten. Und einkaufen können wir ordentlich. Ich überlege gerade. Alle Gegenstände, die unten aufliegen, sind kaufbar. Also wir haben eh alle sehr viel Gold. Wer will, kann noch drüber schauen, ob er sich Gegenstände Ich würde kaufen nur so kann. einen Die vergifteten Volatile Dolch Bomb vielleicht ist holen. weg. Die muss ich jetzt weglegen, ne? Nein, 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 die kommt wieder fürs nächste Szenario. Aber da steht Die ein X. wird Achso, nur. da steht. Die habe ich wieder fürs nächste. Ja, am Anfang des nächsten Szenarios hast du dann alle Sachen wieder. Echt? Das war ja aus dem Szenario raus. Ja, cool. Ja, die Volatile Bomb hast du für jedes Szenario jetzt, darfst du sie einmal einsetzen. Oh, geil. Für jedes Szenario, das Nett. du. Dreck. Was drück? Nein, was ganz anderes. Ich spiele mich gerade mit Renés Karten rum. Und er weiß es nicht. So. Ah, jetzt habe ich's. Könnte ich brauchen Schuhe? René, du bist Level 3. Das sind deine beiden neuen Karten, von denen du eine auswählen darfst, über deinem Charaktersheet. Ich lege übrigens die hier auch noch dazu, das ist die Level 2 Karte, die du hypothetisch auch nehmen dürftest. Aber die ist ein Dreck. Ich habe mir eine minus 1 raus und eine plus 1 reingegeben in meinen Modifier-Effekt. René, ich. Achso, Schmarrn. Nein, vergiss es. Also der René kriegt eine neue Karte, er kriegt einen neuen Perk, den kann er sich dann auch noch aussuchen. Und wie gesagt, wir können alle einkaufen, wenn wir Lust haben. Ich werde ziemlich sicher irgendwie.